Liebe Bochumerinnen und Bochumer, wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Situation. Der Coronavirus breitet sich in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen und auch hier bei uns in Bochum aus. In unserer Stadt haben wir derzeit 20 Infizierte, Stand heute Nachmittag. In schwierigen Situationen müssen wir auf der einen Seite vorsichtig und wachsam sein. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht in Panik verfallen und müssen nur einen kühlen Kopf behalten. Wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und solidarisch zusammenzustehen. Wir wissen, dass wir die weitere Ausbreitung des Coronavirus nicht verhindern, sondern nur verlangsamen können. Wir müssen sie auch verlangsamen, damit insbesondere Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen die medizinische Versorgung bekommen, die sie dann benötigen. Ihre Gesundheit steht für uns im Fokus aller städtischen Entscheidungen. Ich weiß, dass viele Bochumerinnen und Bochumer auf der einen Seite sagen, ist das denn alles nötig? Macht doch nicht so eine Panik. Und viele andere sich große Sorgen machen, kaum wissen, wie sie sich verhalten, wie sie reagieren sollen. Als Vater von 2 schulpflichtigen Kindern und mit Eltern, die über 70 sind, weiß ich, was Familien im Moment bewegt und sorgt. Wie sieht das Infektionsrisiko aus? Wie betreue ich meine Kinder, wenn sie jetzt nicht mehr in die Kita oder Schule gehen können? Können sie ihre Großeltern anstecken? All das sind Fragen, die sich viele von Ihnen im täglichen Leben stellen. Wir müssen verhindern, dass die weitere Ausbreitung in einem rasanten Tempo voranschreitet. Dazu müssen wir Sorge tragen, dass große Menschenmengen möglichst vermieden werden. Unser Vorgehen orientiert sich an den Vorgaben von Expertinnen und Experten. Deshalb haben wir gestern entschieden, dass alle städtischen Veranstaltungen, unabhängig von der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bis Ende der Osterferien abgesagt sind. Heute haben wir entschieden, dass alle Veranstaltungen in Bochum über 100 Personen nicht durchgeführt werden dürfen. Wir bitten zusätzlich alle Veranstalter, mit Veranstaltungen unter 100 Personen sehr, sehr sorgfältig zu prüfen, ob sie eine Veranstaltung verantworten können und verantworten wollen. Deswegen ist es notwendig, entschieden zu handeln. Wir tun das. Dies wird von jeder und jedem eine Menge abverlangen und das weit über die Einschränkung von persönlichen Lebensgewohnheiten hinaus. Ich begrüße die Entscheidung der Landesregierung, ab Montag in Nordrhein-Westfalen die Kindertagesstätten und die Tagespflege zu schließen und an den Schulen ab Montag die Osterferien vorzeitig beginnen zu lassen. Wichtig ist dabei, gute Lösungen für die Kinder zu finden, deren Eltern in dieser Situation kritischen Infrastrukturen arbeiten. Dazu gehören Altenheime, Krankenhäuser, Verwaltung, Polizei und Justiz. Auch Turnhallen, Sportplätze und Bäder bleiben geschlossen. Das tut mir leid, auch für unsere Sportvereine. Ich weiß, wie viel Einsatz sie in ihre ehrenamtliche Arbeit stecken. Eine unserer vorrangigen Aufgaben ist es jetzt sicherzustellen, dass Menschen sich um die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, Wasser, Strom, Mobilität und besonders um die medizinische Behandlung und Betreuung kümmern können. Neben den Einschränkungen ist aber auch überall in Bochum eine große Hilfsbereitschaft und Solidarität spürbar. Es ist beeindruckend, wie viele Menschen mit anpacken und zwar an ganz, ganz vielen Stellen. Die Busfahrerinnen und Busfahrer, die Pflegerinnen und Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte, Verkäuferinnen und Verkäufer im Supermarkt, genauso wie die Nachbarinnen und Nachbarn, die einem Einkäufe vor die Tür stellen. Die Menschen, die das öffentliche Leben aufrechterhalten. Dazu gehören auch die Kolleginnen und Kollegen hier bei mir in der Stadtverwaltung. Bochum ist eine solidarische Stadt und steht zusammen. Dafür allen einen ganz herzlichen Dank. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in der Stadtverwaltung unsere Kräfte jetzt auf das konzentrieren müssen, was in dieser außergewöhnlichen Situation notwendig ist. Kommen Sie bitte da im Moment nur mit Anliegen zu uns, die wirklich jetzt notwendig sind. Die Frage, wann denn die Baugenehmigung für das Carport fertig ist, muss im Moment zurückstehen. Sie muss zurückstehen gegenüber der Fragestellung, dass das gleiche Bauordnungsamt sicher gehen muss, dass die Lüftungsanlagen in Krankenhäusern und alten Pflegeheimen auch richtig funktionieren. Bitte nutzen Sie für alle Dinge, wo es möglich ist, die Online-Angebote auf bochum.de. Wir bieten viele Dienstleistungen auf genau diesem Wege an. Damit die Stadt Bochum handlungsfähig bleibt, werden die politischen Gremien auch weiterhin tagen. Die Bochumerinnen und Bochumer müssen sich auf die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit von Politik und Verwaltung verlassen können. Ich weiß auch, dass sich viele Bochumerinnen und Bochumer Sorgen um das Unternehmen machen, in dem sie arbeiten. Sorge um den eigenen Arbeitsplatz. Deswegen ist es jetzt schon wichtig, dass alle Möglichkeiten von Kurzarbeitergeld bis hin zu Liquiditätskrediten nicht nur angekündigt, sondern auch schnell und unbürokratisch umgesetzt werden können.
Dazu ist unsere Wirtschaftsentwicklung mit dem Land und dem Bund in einem intensiven Austausch. Liebe Bochumerinnen und Bochumer, es ist eine außergewöhnliche Situation. Eine Situation, in der Umsicht und Ruhe, genauso wie Entschlossenheit, Tatkraft und Klarheit gefragt sind. Lassen Sie uns alle gemeinsam unser Verhalten zum Wohl der besonders gefährdeten Menschen anpassen. In Bochum stehen wir in schwierigen Zeiten zusammen. Diese Hilfsbereitschaft und Solidarität spüren wir auch jetzt.